Okay, there's Prada. Look at how funny she is. Prada. Anyway, we're walking along here. And we're just having fun with Prada. We just thought we'd tell you a little more. So it's again, it's Inez Simpson and Steen Niels Musche. And he's playing on his phone as usual, but we'll talk to you anyway. The thing is that we now want to talk to you and tell you exactly what I think is the most important thing ever to have a good outcome on your session. And that is, I'm going to let Steen tell you in German, so you get to wait to hear the English sound. Yeah. Okay, also ich bin wieder hier mit Inez Simpson, Folge 2 unserer, ich sag jetzt mal Frage- und Antwort-Serie, der Hypno-Impuls-Podcast, der Video-Podcast. Und was Inez gerade sagte ist, wenn man durch die Internetforen stöbert oder auf Seminaren ist, trifft man immer wieder auf Kollegen, die die Frage stellen, wie sie ihren Sitzungserfolg verbessern können, so dass sie mit dem Klienten oder dem Patienten einfach arbeiten können. Yeah, one of the major things when people ask me things is I find out that they haven't done a pre-talk, they haven't created expectation with the client, even when they phone, they say the wrong things on the phone, all those kind of things. Also was sie feststellt, was auch ich immer wieder feststelle, ist, dass die Leute, die Kollegen, vielleicht auch du, keine Erwartungshaltung am Telefon kreieren, kein gutes Vorgespräch führen, keine Erwartungshaltung im Allgemeinen kreieren oder am Telefon vielleicht auch weniger geeignete Dinge sagen. So it's important, it's important for the client to be educated and know what hypnosis really is. So the pre-talk is very important. It's also very important to create expectations. That's our job, is to create expectation of a great outcome. So whatever anybody says, also we always can do it. Also es ist wichtig, dass der Klient oder der Patient gut, mehr oder weniger gut ausgebildet zu dir in die Praxis kommt, dass du eine Erwartungshaltung bei ihm kreierst, dass er weiß, was ihn erwartet, dass er weiß, was der Sitzungserfolg sein wird, was er davon hat, wenn er zu dir kommt und dass er alles über Hypnose weiß, sodass er keine falschen Vorstellungen davon hat. People come to my office and they say, I think I went to a hypnotist before, but I wasn't in hypnosis. And you know why? Because they were never told them what hypnosis was, and they never were told how it would feel, and that they would know everything, and that they would hear everything. They all think they're going to still be little zombies. Yeah, well, I can agree, because that happened with nearly every fifth client who comes to me. Yeah. Also was einfach passiert ist, ist, dass, und das wird dir vielleicht auch schon passiert sein oder wird dir in der Zukunft noch passieren, ist, dass immer wieder Menschen anrufen und die sagen, ja, ich war schon mal zur Hypnose, aber das hat nicht funktioniert, weil ich glaube, ich war gar nicht in Hypnose. Weil die Menschen nicht wissen, dass sie alles hören, alles mitbekommen, dass sie nicht schlafen, sondern dass sie die ganze Zeit wach, bei mehr oder weniger Wachbewusstsein sind. Ja, also auch wenn sie in Hypnose sind, bekommen sie halt alles mit. Das wissen sie nicht. Sie glauben, sie sind Zombies, die einfach nur da liegen oder was auch immer machen. Und das ist der größte Fehler, den du machen kannst, nicht zu sagen, wie sich Hypnose anfühlt. Weil was passiert denn, wenn jemand in Hypnose ist, aber er glaubt, dass er nicht in Hypnose war? Er zweifelt deinen gesamten Sitzungserfolg an. Yeah, the worst part of that is that you have lost anything you did in that session because they thought they weren't in hypnosis, so none of it worked. Yeah, also das, was ich gerade gesagt habe. Und so Inez, what do you think, what is kind of a problem which especially new hypnotists have when they do the first sessions? Remember that this is the most important one, is the pre-talk, and it's also how they answer the phone. Yeah. How they answer the phone is someone phones and they say, oh, I have this kind of issue, and they say, well, I haven't worked with that before, but, you know, we'll see what we can do. Yeah. Also das That's kind of the wrong answer. Das Wichtigste, was du am Telefon machen kannst, wenn dich jemand anruft, sage nie, oh, das ist schwierig, das habe ich noch nie gemacht, sondern tritt einfach selbstsicher auf, vertraue dir und deinen Fähigkeiten, denn
Du hast mit Sicherheit in deiner Ausbildung, egal wo du sie gemacht hast, gelernt, wie du mit den verschiedensten Themen umgehen kannst. Also sei dir sicher, dass du mit diesen Themen umgehen kannst, weil du es kannst, weil du weißt, wie Hypnose funktioniert. Und dann lass es deinen Klienten einfach wissen. So, Ines, ich und auch viele andere arbeiten, wie du vielleicht weißt, mit einem ISO 9001 zertifizierten Prozess. Das Simpson-Protokoll, welches Ines verwendet, ist es nicht. Aber der andere Weg, den wir sonst noch verwenden, ist ISO 9001 zertifiziert. Also das heißt, wir gehen immer gleich vor. Das heißt also, wenn uns jemand anruft, egal mit welchem Problem, können wir immer sagen, hey, das ist einfach, wir machen das jeden Tag. Warum? Weil die Vorgehensweise immer die gleiche ist, egal mit welchem Problem er auftaucht. Und was viele Hypnotiseure auch haben, ist, also besonders wenn sie gerade angefangen haben, sie sind nervös. Versuche deine Nervosität in den Griff zu bekommen, denn die Nervosität überträgt sich automatisch auf dein Gegenüber. Also wenn du nervös bist, ist auch dein Klient nervös und das ist blöde für den Beginn einer Sitzung. So if it's even if it's just your first session, you still say that yes, we work with that all the time. And this is the we, us, all of us, we work with that all the time. And then you can start creating expectation in your client. If you don't create that expectation and you don't educate them, you're not going to have a great outcome. So that's all for today. Goodbye and see you soon.